Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich mit euch den Fehlercode E24 an einem Bosch oder Siemens Geschirrspüler beheben. Dieser Fehlercode tritt auf, wenn die Abpumpeinrichtung, das heißt die Pumpe, die für das Abpumpen des Wassers zuständig ist, blockiert oder verstopft ist. Um diesen Fehler zu beheben, empfehle ich euch, euren Geschirrspüler im Vorfeld außer Betrieb zu setzen. Kommt ihr an den Netzstecker des Geschirrspülers, zieht diesen bitte heraus. Wenn er nicht herankommt, ist das auch nicht so schlimm. Schaltet einfach euren Geschirrspüler aus und überprüft zuerst die Zuläufe des Geschirrspülers. In 99% der Fälle ist es zwar die Ablaufpumpe, es kann aber auch durch einen mangelhaften oder verstopften Zu- oder Ablauf dieser Fehler hervorgerufen werden. Habt ihr eure Zuläufe und eure Abläufe überprüft und hier ist kein Fehler vorhanden, begeben wir uns zu unserem Geschirrspüler. Da dieser wahrscheinlich momentan im Betrieb war, öffnet diesen bitte vorsichtig, denn er ist in der Regel noch mit Wasser gefüllt, also öffnet hier vorsichtig die Klappe und entnehmt vorsichtig das darin befindliche Geschirr. Nun wird in der Regel noch viel Wasser im Geschirrspüler stehen. Dieses müsst ihr aus dem Geschirrspüler entfernen. Hier gibt es mehrere Methoden. Hierfür kann man alternativ einen Nassstaubsauger verwenden. Hat man sowas nicht zur Hand, muss man sich hier mit anderen Mitteln behelfen. Habt ihr das Wasser so weit entnommen, dass ihr an den Sieb, an den Filter herankommt, entnehmt hier bitte den Filter durch vorsichtiges Herausdrehen und nach oben herausziehen. Bitte reinigt den Filter, denn dieser ist in der Regel auch stark verschmutzt. Nun können wir weiter unser Wasser absaugen oder abschöpfen. Haben wir so viel Wasser entnommen, dass wir unten an unsere Pumpe herankommen, begeben wir uns zu unserer Pumpe und entfernen die Pumpenabdeckung. Dieses ist ein kleines weißes Plastikteil, was oben über einen Klickmechanismus eingerastet ist. Dieser wird einfach nach vorne gezogen. Hierfür kann man alternativ auch ein Hilfsmittel wie ein Metallgegenstand, zum Beispiel einen Löffel oder ähnliches verwenden. Oder es geht mitunter auch mit dem Finger. Zieht einfach hier den Nippel nach vorne und entnehmt diese Abdeckung. Bitte seid hier vorsichtig. Ist diese Abdeckung etwas älter, bricht diese gerne beim Entnehmen kaputt. Sollte euch das passieren, schaut bitte unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch eine Quelle aufgetan, wo ihr hier Ersatz herbekommt. Habt ihr nun die Abdeckung entfernt, schaut ihr nach dem Pumpenförderrad. Dieses sieht man hier vorne. Schaut nach, ob dieses durch irgendwas blockiert wird. Wenn ihr das nicht seht, stochert etwas mit einem Gegenstand vor diesem Pumpenrad herum und ihr seht, wie sich meistens irgendwelche Kleinteile hier vor dem Pumpenrad bewegen. Bitte entfernt diese komplett. Habt ihr diese entfernt, dreht einfach mal kurz das Pumpenrad, um zu überprüfen, ob es freigängig läuft. Ist dieses der Fall, bringen wir wieder unsere Pumpenabdeckung auf. Achtet bitte darauf, dass sie beim Aufbringen hörbar einrastet. Nun nehmen wir unseren gereinigten Sieb, bringen diesen wieder ein und verrasten ihn durch Drehen im Uhrzeigersinn. Bitte achtet darauf, dass die beiden schwarzen Pfeile nach dem Einrasten übereinstehen. Nun können wir wieder unser Geschirr in den Geschirrspüler einbringen. Da der Abpumpvorgang vorhin noch nicht ordnungsgemäß beendet wurde, empfehle ich euch hier ein Kurzprogramm laufen zu lassen. Bringt einfach hier nochmal etwas Spülmittel ein in Form zum Beispiel von Pulverspülmittel und schließt euren Geschirrspüler. Wählt hier ein Kurzprogramm. Ich empfehle euch einfach hier ein Glasspülprogramm oder ein Programm deutlich unter einer Stunde. Startet den Geschirrspüler und lasst dieses Programm durchlaufen. Ist das Programm durchgelaufen und die Maschine hat abgepumpt, war eure Reparatur erfolgreich und ihr könnt euren Geschirrspüler wieder weiterverwenden. So, damit komme ich auch schon wieder zum Ende meines Videos. Ich hoffe, mein Video hat euch in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen. War dem so, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage nur Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.